Willkommen, willkommen zu Subnautica. So, beim letzten Mal haben wir ja unsere Basis hier fertig ausgebaut, haben hier die Schränke alle aufgestellt und genau, haben da auch alles schön einsortiert. So, dann steigen wir mal in unsere Seemotte. Weil heute habe ich vor, dass wir haben hier, Moment, als allererstes brauchen wir, wo ist denn unser Futterspender? Wollen wir denn den hinge? Hallo? Wo ist denn unsere Gravitationsfalle? Hä? Als die verspult, die war doch hier immer irgendwo. Das verstehe ich jetzt gar nicht. Eigentlich wollte ich jetzt hier zu dieser Rettungskapsel. Aber wir haben weder Essen noch Trinken und ich glaube, in unserer Base ist auch nichts mehr. Und da ich jetzt nicht weiß, was mit unserer Gravitationsfalle passiert ist, müssen wir uns jetzt erst einmal darum kümmern. Nahrung, was haben wir hier drin? Das ist alles vergammelt, auch schön. Nicht gut. Weil ich war der Meinung, die war hier irgendwo. Hier in dem Bereich, dachte ich zumindest. Aber ja, dann müssen wir halt ganz kurz gucken, dass wir können wir eine neue bauen. Wir brauchen eine Batterie, wir brauchen Eisen, wir brauchen Kupfer. Haben wir das? Schnell gucken. Da liegt schon mal irgendwas rum. Titan, das brauche ich nicht. Das heißt, das brauche ich schon auch, aber... Da haben wir Titan drin. Dann nehmen wir mal ein bisschen was raus. Dann haben wir hier Bauteile. Hier haben wir Technik. Ich gucke mal, ob ich eine leere Batterie nehmen kann. Ich nehme aber gleich mal eine volle auch mit. Das heißt, nee, wartet mal. Und dann brauchen wir. Seek fluid intake immediately. Ja. Gehen Sie mir nicht auf den Geist. Wir brauchen Kupfer. So. Perfekt. Das heißt, wir müssten hier jetzt eine Gravitationsfalle bauen können. Wo baut man die? Wo baut man die? Da baut man die. So. So, dann springen wir hier schnell raus. Schmeißen hier irgendwo eine Gravitationsfalle hin. Am besten, ich würde sagen,
Ich würde sagen, hier. Ich würde sagen, hier schmeißen wir die hin. So, so. Perfekt. Die fängt auch gleich schon an zu arbeiten. Das ist super. Wunderbar. So, dich brauche ich, dich brauche ich, dich brauche ich. Dich brauche ich. Dich, dich. Ah, nochmal ein Fischli, ein Wasserfischli. Da. So. Kann man die Dinger eigentlich irgendwie. So. So. So, wo ist unsere Basis? Ganz schnell. Wir brauchen Wasser, wir brauchen Wasser, wir brauchen Wasser und Essen, Wasser und Essen. So. Ganz, ganz schnell. Ich weiß nicht, wo unsere andere Gravitationsfalle hin ist. Die hat es irgendwie verspult, entschärft, rausgeholt. Egal. Wir kriegen es hin. Wir brauchen Wasser. Wir brauchen Wasser ganz schnell. So, und dann machen wir uns noch schnell einmal was zu essen. So, dann gehen wir hier raus. Wie kommen wir hier raus? So. Dann einmal Wasser auffüllen. So, dann einmal was essen. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen Zeit uns erkauft. So, dann grillen wir mal hier die ganzen Fischlis. Hoffen, dass draußen unsere Gravitationsfalle. So. Okay. Uns noch mehr Sachen zur Verfügung stellt. Essen, Essen, Essen. Ich brauche Wasserfische. Wasserfische. Komm, wir machen mal. Ich guck mal, was passiert, ob wir, wenn wir die hier wegmachen. Weil die brauchen wir eigentlich nicht. So, haben wir jetzt hier noch irgendwo Wasserfische? Haben wir noch so ein Ding? So. Ich brauche Wasserfische ganz dringend. Na komm, dann sammeln wir die ein. Dann sammeln wir die ein. Ganz schnell. Da schwimmt auch noch was rum. So. Komm her. So. Können wir die eigentlich so? In der Hoffnung, dass ihr hier dann. Hoppala. Alle wieder verschwindet.
So, dann hauen wir hier mal unsere Gravitationsfalle wieder hin. Noch einmal. Passt mal auf, ja, die setzen wir mal hier hin. Wo sind viele Fische? Das sind die, die wir vorhin gemeuchelt haben. So, jetzt gucken wir mal. Weil eigentlich, wie gesagt, wollte ich in dieser Folge kurz an diese andere Absturzstelle. So, kurz Sauerstoff aufladen. Zack. Und dann hauen wir uns diese Gravitationsfalle schnell nochmal hierhin. So. Aber hier scheint sie nichts zu sammeln. Ist die kaputt? So, passt auf. Jawohl, so. So, dann kann die nämlich schon mal weiter sammeln. Und wir machen uns hier noch mal ein paar Wasserflaschen für unterwegs. Machen uns noch ein paar Essen für unterwegs. Lecker Bratfisch. So, okay. Dann gehen wir hier nochmal schnell rein. Hauen uns da ein paar in die Kiemen. So. Nochmal kurz was trinken. So, okay. Gut, dann packen wir den Rest, würde ich sagen, hier rein. Wir nehmen 4 Stück, würde ich mitnehmen wollen. Das Trinken nehmen wir komplett mit. So, da sind auch ein paar Gammlige. Da brauche ich dann irgendwann mal. So, dich nehmen wir auch noch mit. So, drei Wasserflaschen. Ich weiß nicht, ob 3 Wasserflaschen genug sind. Deswegen gucken wir mal, dass wir hier noch ein bisschen was sammeln. So. Okay. Und dann machen wir daraus auch noch mal schnell etwas zu trinken. So, eine Flasche. Noch eine Flasche. Noch eine Flasche. So, okay. Dann haben wir jetzt für unterwegs hoffentlich genug Essen und Trinken dabei. Das Titan schmeißen wir, da ist voll. Dann schmeißen wir das Titan da rein, weil das brauchen wir unterwegs nicht. Okay, wir nehmen aber aus unserem Technikschrank hier nochmal eine Batterie mit, falls uns die unterwegs leer geht. Fand ich aber cool, dass die leere Batterie für die Gravitationsfalle benutzt werden kann.
solange wir noch kein Batterieladegerät haben. So. Okidoki. Dann steigen wir in unsere Seemotte. Was ist das jetzt? Ich wollte nicht den Kofferraum öffnen. So. Und dann machen wir uns auf den Weg in Richtung dieser Rettungskapsel. Und gucken mal, was wir da finden werden. Da steigen wir schnell aus, klopfen das hier tot und schnappen uns da vorne noch den Trinkfisch. Komm her! So. Okay, und weiter geht die wilde Fahrt. Da gibt es noch einen Haufen andere, aber das ist jetzt erstmal egal. Jetzt habe ich das Ziel aus den Augen verloren. So. Wir gehen in Richtung der Rettungskapsel. Wir schalten mal das Licht aus, um ein bisschen Strom zu sparen. Oh, gibt's hier irgendwas? Schnell gucken, aussteigen, gucken. Da gibt's nix. Da gibt's was. Salz. Oh, Salz ist immer gut. Okay. Wo ist unser Ziel? Hallo? Da. Das verstehe ich jetzt nicht, warum. So, okay, wir sind auf dem Weg, noch 500 Meter. In Richtung der Rettungskapsel 19. So. Warning, maximum depth reached. Whoa. Hull damage imminent. Okay. Ja, ich gehe ja schon, ich gehe ja schon, ich gehe ja schon. Wow, das geht aber schnell. Eieieiei. Es ist nicht gut. Dann steigen wir noch mal ein bisschen höher. Okay, dann ist es da unten abgestürzt. Die Frage ist nur, passiert. Ist nur die Frage, passiert uns da irgendwas, wenn wir so tief runtersteigen. Da ist sie. Okay, wir haben hier ein Tablet. Zeitkapsel. Okay, scannen wir Baupläne für eine Zeitkapsel.
Was haben wir hier? 30 seconds. Lithium. Oh oh. Und wir müssen ganz schnell gucken, dass wir... Das schaffen wir nicht. Oxygen. Das schaffen wir nicht. Scheibendreck. Nein! Sehe ich jetzt irgendwo, wo ich... Oh Mann. Wo ist denn... Da ist unsere Seemotte. Okay, das heißt, wir müssen in diese Richtung. Das heißt, das ist zu tief. Nicht gut. Nicht gut. Wartet mal, wir nehmen mal hier. Ich hab doch eine Batterie dabei. Passt mal auf. So. Auf die Idee hätte ich natürlich vorher auch schon kommen können, klar. Verflixt und zugenäht. Aber ja gut. Hätte ich das Ding vorher benutzt, wären wir wahrscheinlich schneller zu unserer Seemotte gekommen und hätten es geschafft. Naja gut, man lernt ja dazu. Wir lernen ja dazu. Ah, und ich habe das Reparaturtool nicht mitgenommen. Ah, Mist. Weil sonst hätten wir jetzt unsere Seemotte reparieren können. Naja, gut. Wow. Nicht schon wieder, nicht schon wieder, nicht schon wieder. Nein, 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 nein. So. Okay, da ist unsere Seemotte. So. Passing 200 meters. Oxygen efficiency greatly decreased. Warum kann ich das nicht mitnehmen? Okay.
schnell zurück. Okay, das heißt, wir müssen hier auf jeden Fall nochmal zurück, weil jetzt haben wir ja, wartet mal, ich gehe mal schnell gucken, wir haben ja jetzt hier Tauchflasche, wo bist du? Tauchflasche mit hoher Kapazität, aber die haben wir doch eigentlich schon, oder nicht? Tauchflasche mit hoher Kapazität, ja, die haben wir eigentlich. Eigentlich haben wir die. Standard-Tauchflasche, komprimiertes Atemluftgemisch. Tauchflasche mit hoher, stark komprimiertes Atemluftgemisch. Aber die haben wir eigentlich. Warum hat er dann gerade gesagt, New Blueprint acquired? Wissen wir nicht. Jedenfalls gibt's. Jetzt habe ich mich schon gefreut, dass es mit der dann geht. Okay, aber das heißt. Ah, doch, hier. Tauchflasche mit ultra hoher Kapazität. Da brauchen wir 4 Lithium und eine Tauchflasche mit hoher Kapazität. Die haben wir und die Lithium müssten wir auch haben. Das bedeutet, wir machen uns auf den Rückweg, bauen uns diese Tauchflasche und kommen dann nochmal wieder her. Wenn... warum wird mir das jetzt nicht mehr angezeigt? Das finde ich doch nie wieder. Wartet mal. 17, 19, doch, müsste eigentlich angezeigt werden. Hier, okay, alles klar. Gut. Und unsere Seemotte müssen wir auch ganz dringend reparieren. Oh, oh, oh. Das war eine schlimme Expedition. Das war eine sehr schlimme Expedition. Also diese Expedition war nicht sonderlich gut. Die war schlimm, die war schrecklich, die war tödlich, die war... Ja. Ihr wart dabei, ihr habt's gesehen. Okay. Wir docken hier mal an. Welcome aboard, Captain. So, dann holen wir uns gleich mal unser Reparaturtool. Das müsste hier bei Technik drin sein. Halt, Technik. Technik war hier drüben. So, das Reparaturwerkzeug, das brauchen wir. So. Dann gehen wir hierher, wechseln die Batterie aus, wechseln zum Reparaturtool und wechseln die Batterie aus. So. Und dann gucken wir mal, ob wir unsere... Warum kann ich die Seemotte nicht reparieren, während sie hier angedockt ist? Gut, dann machen wir das Ganze so. So. Dann reparieren wir erst unsere Seemotte.
Dann docken wir wieder an. So, dann schauen wir mal. Jawohl. Ah! Okay, die Batterien werden hier geladen. Das ist natürlich pretty nice. Oh, ups, das wollte ich nicht. Weil dann können wir das benutzen. Wartet mal, wir gehen mal in unser Technik-Schränklein. Das ist natürlich sehr cool, wenn da die Batterien geladen werden. Das ist mega. Dann gehen wir mal gucken, ob wir hier von hinten an die Batterie drankommen, ob wir die da entfernen können. Oh. Lass mich daran. Nee, können wir nicht. Okay. Dann machen wir das wieder anders. So, Energiezelle. Entnehmen. So. Wieso kann ich jetzt... hat die eine andere... Moment, das muss ich kurz angucken. Die hat eine andere. Die hat keine normalen Batterien, die hat eine andere. Okay. Dann schaue ich mal was anderes kurz. Batterie, Batterie, Batterie. Nee, oh Mist. Schade. Jetzt hatte ich gehofft, die läuft mit normalen Batterien. Tut sie aber nicht. Okay. Das ist schade. Ich hatte jetzt gehofft, ich kann die normalen Batterien hier drüber aufladen, aber das geht nicht. Okay, dann ist es so. Weil ich habe immer noch einen Haufen leere Batterien hier rumliegen. Du raus, du raus. So. 6% keine Batterie und 27%. Das heißt, wir nehmen hier lieber mal diese halbvolle mit, falls unsere Geräte dann irgendwann einen Geist aufgeben. So. Dann haben wir das. Und dann wollten wir... Ja, wir hören uns schnell die Nachricht an. This is Life Pod 7. Coordinates attached. Pod is structurally sound, but the fabricator's bust. Requesting assistance. 7 out. Signal coordinates corrupted. Approximate transmission origin recorded to data bank. Okay. Sehr gut. Schauen wir schnell rein. Aufzeichnungen, Rettungskapsel 7, Daten unbrauchbar, ja, okay. Datendownloads, Rettungskapsel 7, okay. Dann Rettungskapsel 19, okay. Dann Baupläne, Zeitkapsel. Diese robusten Behälter sind so konzipiert, dass sie neben einer Reihe von Kleinteilen auch schriftliche und fotografische Nachweise für spätere Entnahme aufbewahren. Zeitkapseln werden oft von einsamen Überlebenden hergestellt, die entweder diejenigen unterstützen wollen, die sich in der Zukunft in der gleichen Lage befinden, oder aber Beweise ihrer Notlage hinterlassen möchten, die noch gefunden werden können, wenn sie selbst bereits tot und verwest sind. Nette Ausdrucksweise. Die meisten Notfallrettungsfahrzeuge sind standardmäßig mit einer Zeitkapsel ausgestattet, die sich üblicherweise im Cockpit befindet und beim Abheben abgeworfen wird. Altera fordert, dass Zeitkapseln mit Werkzeugen und Ressourcen bestückt werden, um denjenigen zu helfen, die sie in der Zukunft finden. Okay. Es ist schön. Zeitkapsel, kann man die jetzt irgendwo bauen oder wie ist das hier? Lasst mich sehen. So, Verkaufsautomat, Glaseimer, bla bla bla. Wandspind, Biobehälter, Leiter, Basispumpe, Wärmepumpe. Den Mehrzweckraum brauche ich immer noch. So, Kameradrohnen, Tauchflasche, Krebstorpedoarm,
Laserschneider. Den müssten wir mal noch bauen, den Laserschneider. Keine Baupläne mehr. Was haben wir denn? Wieso haben wir da einen Fisch angeheftet? Okay. Das kann weg. Dann können wir nämlich mal gucken. Laserschneider. Ich weiß gar nicht, haben wir den vielleicht sogar schon? So, Zeitkapsel. Ich weiß nicht, wo die ist. Hätte mich jetzt interessiert, wie kann ich die bauen? Wie kann ich die bauen? Kann ich die überhaupt bauen? Sieht nicht so aus, als könnten wir die im Moment gerade bauen. Aber vielleicht kann man die auch nur bauen im Fabricator. Lasst uns mal gucken. Wir brauchen sowieso. Die waren hier drüben. Lithium brauchen wir. Gucken mal hier rein bei unseren Erzen. Haben wir Lithium, wir haben Blei, wir haben Quarz, wir haben Silber, wir haben ein Lithium hier. Aber das reicht uns, glaube ich, nicht für diese Flasche. Wo war die? Wo war die jetzt schon wieder? Lithium 4. Okay. Dann reicht uns das nicht. Und was brauchen wir für den Lasercutter? Diamant, wie es aussieht. Da brauchen wir Diamant und Diamant haben wir auch nicht. Diamant haben wir auch nicht. Laserschneider, ja, Diamant. Batterien hätten wir, Titan hätten wir, Höhlenschwefel hätten wir. Diamanten haben wir keine. Also heißt, wir müssen nach Lithium und Diamanten suchen. Nach Lithium und Diamanten müssen wir suchen. So, dann essen wir mal ein paar. Halt nicht einlagern. Nicht einlagern. Rubine. Okay. Wir essen mal ein paar Fischlis. So, dann. Warum hat er mir nicht gesagt, dass er Durst hat? Weiß er wahrscheinlich selber nicht. So. Okay, das heißt, Lithium und Diamanten können wir danach scannen. Wäre jetzt die nächste Frage. Können wir nach Lithium und Diamanten scannen? Können wir nicht. Das ist auch blöd. Okay. Okay. Wir begeben uns noch mal kurz zu unserer Gravitationsfalle. Und sammeln hier mal wieder. Das wollte ich nicht. Macht aber nichts. Ich nehme mal so mit, wenn du da gerade schon rumschwimmst. So, dann, was haben wir hier noch? Ein Haufen Blödsinn, den wir eigentlich gar nicht brauchen. Weil diese komischen Riesenfische, die brauchen wir eigentlich nicht. So, da haben wir noch mal was, was wir sammeln können. Da haben wir noch mal was. Da hinten schwimmt noch ein guter Freund. Den nehmen wir mit. So, hier. Dich nehmen wir auch mit. Dich nehmen wir mit. So, wo haben wir noch irgendwas? Hier, so, dann setzen wir mal die Falle noch mal um.
Wo schwimmt gerade ein Haufen Quatsch durch die Gegend, den wir brauchen können? Weil die da will ich eigentlich nicht ständig einsammeln und dabei haben. Wo ist ein guter Platz? Wo ist ein guter Platz für unsere Gravitationsfalle? Oh oh. Ich tausche mal aus mit dem Ding hier. Hoppala. So. Wobei das Ding dann auch eine Batterie braucht. So. Okay. Na ja, komm, wir setzen die Gravitationsfalle mal hier aus. Gucken, was sie macht. Ob sie was sammelt. So. Okay. Dann machen wir uns noch mal schnell was zu trinken. Wie ist es eigentlich mit dieser Chlorbleiche? Wartet mal. Wie ist es eigentlich mit dieser Chlorbleiche? Weil die wäre gut für die Getränke. Passt mal auf, die pinnen wir uns mal an. Ich kann nichts mehr anpinnen. Dann nehmen wir den Lasercutter raus. Dann nehmen wir den Lasercutter raus und pinnen uns die Chlorbleiche mal an. So, was brauchen wir für die Salz und Salz und Röhrenzeug, oder? Röhrenkorallenprobe, ja. Da ist das Salz dann die größere Herausforderung, okay. Nichtsdestotrotz machen wir schnell diese Wasserflaschen. Weil das Problem bei diesen Wasserflaschen ist, dass die uns ja sozusagen vergiften. Deswegen würde ich die eigentlich ungern nehmen, aber im Notfall. So. Dann brutzeln wir hier noch schnell ein paar Fischlis. Und mit ein bisschen mehr Salz könnten wir die Fischlis auch pökeln und damit dann verhindern, dass die schlecht werden. Weil hier sind ja mittlerweile auch schon ein Haufen, ja, um nicht zu sagen alle. So, ja, die vier lassen wir mal drin, kommen die zwei tun wir rein. Wir haben hier noch einen leeren. Halt. So, weil ihr seid alle schon nicht mehr ganz so gut. Du bleibst da drin. So, du gehst da rein, du gehst da rein. So, und ihr geht mal hier in den. So. Okay. Dann ist jetzt die Frage, was machen wir als nächstes? Wärmekraftwerk wandelt Hitze über mittlere, aber Magnetit haben wir auch nicht. Bioreaktor, Titan, Kabelsatz und Schmierstoff, aber wir haben keinen Platz, den aufzustellen. So, okay, da hilft uns auch nichts großartig weiter. Das ist nicht gut. Das hilft uns alles momentan gerade nicht so wirklich.
Okay. Dann Scannerraum. Gucken mal, können wir hier. Wir können nach Salzablagerungen suchen. Okay. Das dauert immer eine Weile. Wobei man das mit der Zeit hier über diese Erweiterungsmodule verbessern kann. Und zwar gibt es hier Scannerraum-Beschleunigungsmodule, Silbererz und Gold, und es gibt auch Reichweitenmodule. Silber und Gold. Silber und Gold haben wir. Silber und Gold. Wir gucken mal schnell. Haben wir Silber und Gold in unserem Erzfach? Wir haben Silber und wir haben Gold. War das nur eins oder waren das mehrere? Das habe ich jetzt gar nicht geschaut. Fabricator. Scannerraum-Beschleunigermodul, Silber und Gold. So, dann bauen wir nämlich mal noch ein zweites Beschleunigermodul und basteln uns das hier rein. So. Okay. Wunderbar. Was ich auch ganz dringend haben möchte, wäre dieser Sichtfeldchip. Aber auch da brauchen wir Magnetit und Magnetit. Nach Magnetit können wir leider nicht suchen, weil dann würde uns das nämlich ohne die Kameras angezeigt werden, weil so muss ich jetzt gucken mit den Kameras und muss suchen, wo der ganze Quatsch rumliegt. So. Kamera 1. So. Und jetzt können wir nämlich hier mit der Kamera entlang fahren. Da. Wir fahren mal hier in diese Richtung. Da scheinen mehrere zu sein. Nach Möglichkeit nirgendwo anstoßen. Weil die Kameras brauchen sowohl Strom, das seht ihr auf der rechten Seite, und die Kameras brauchen auch oder gehen auch kaputt, das seht ihr auf der linken Seite. So, wo ist hier die Salzablagerung? Ich sehe sie nicht. Muss ich gestehen. Der Vorteil bei den Kameras ist halt, dass man da selber dann nicht durch die Gegend rödeln muss und man bringt sich selber nicht in Gefahr, und die Kameras kann man bei Bedarf auch nachbauen. So, hier haben wir einmal Salz. Und dann können wir nämlich dahin hüpfen. Wir können auch das Ganze so machen. Und dann müssen wir nur gucken, wo ist unsere Kamera? Die ist hier. Und dann kann man da schnell hindüsen. Kann hier schnell aussteigen und kann sich hier irgendwo die Salzablagerung abholen.
So. Ah, da liegt noch mal irgendwas Schönes. Ah, nur Titan. Schade. Ich hatte auf mehr gehofft. So. Der einzige Nachteil ist, dass ich jetzt von hier aus die Kamera nicht steuern und aktivieren kann. Das ist der einzige Nachteil daran. Hier. Ah. So. Okay. Ah! So, dann gehen wir schnell in unseren Scannerraum und holen uns unsere Kamera zurück. Oh, da wäre auch noch eins gewesen. Okay, egal, wir holen uns die Kamera zurück.